Ich glaube, die aktuelle Krise, in der wir uns jetzt befinden, und Europa wird ja oft als Kontinent in der Krise bezeichnet, ist zumindest mal aktueller. Ob sie wirklich schwieriger ist, werden wir erst mit der Zeit erleben. Sie ist aber im Moment eine große Herausforderung. Ich bin aber ganz sicher, dass wir sie A meistern und B, dass Europa ja durch Krisen meistens stärker geworden ist. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass es auch diesmal passieren wird. Ich finde es auch gut, dass Europa heute für viele Bürger keine Selbstverständlichkeit ist. Denn wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre, dann würde man gar nicht für kämpfen wollen. Und wenn ich mit meinen Kindern rede, die können sich ein Europa mit Grenzen, ein Europa mit verschiedenen Währungen gar nicht vorstellen. Und insofern ist es, glaube ich, für uns wichtig, dass wir gemeinsame Projekte haben, dass wir gemeinsame Werte haben. Und dass wir die europäische Idee immer wieder mit Leben befüllen. Deutschland und Frankreich sind historisch schon immer der Motor der EU gewesen, werden es auch bleiben. Und ich glaube, wenn man sich sowohl in politischen als auch in wirtschaftlichen Fragen, auch wenn man mal Unterschiede hat, am Schluss immer wieder mit einem Kompromiss zusammenfindet, jetzt bei dem Thema Flüchtlinge, aber auch bei dem Thema Ökonomie, auch das Thema Euro ist ja noch nicht endgültig gelöst, dann können Deutschland und Frankreich, glaube ich, viele Impulse setzen und ich bin ganz sicher, dass uns das auch gelingen wird.